Logbucheintrag Nummer 34, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge. Scheinbar hat unser Außenteam es durch die Schlucht der vielen Wasserfälle bzw. durch das Wasserfalltal geschafft. Sie sind jedoch auf neue Probleme gestoßen, weswegen ich einen Distress-Alarm ausgelöst habe. Scheinbar haben die Piraten Aufspürungstrupps losgeschickt. Diese Trupps steuern direkt auf die Karawanenmitglieder zu, die das Außenteam befreit hat. Das Außenteam versucht jetzt, diese Aufspürtrupps abzulenken und auszuschalten. Hoffen wir mal, dass sie erfolgreich haben, sonst sitzen wir hier wirklich in der Patsche. Und da sind wir auch schon wieder. Bei der Supermission. Locken wir mal die hier an. Ups, das war falsch. Aber es scheint geklappt zu haben. Smash Fist und den Forcer setzen wir mal auf aggressiv. So, du machst den da weg. Auf wen kannst du doch schießen? Den da. So. Der Forster sieht gerade nicht gesund aus. Und da sind wieder welche durchgebrochen. Wann sind da wieder welche durchgebrochen? Meine Güte, das ist ja nicht auszuhalten, ey. So, ich schalte mal alle auf. Tötet hier einfach mal was. Shadow. Schalte den aus. Du stoß den mal da runter. Du hilfst Shadow. Und ich sehe immer noch nicht, wo ein Trupp hier durchgebrochen sein könnte. Deswegen gehe ich mal vorsichtig hier irgendwo entlang. Und gucke einfach mal ein bisschen mich um. Aber bis jetzt sehe ich nichts. So, locken wir die mal an. So, das Team hätten wir angelockt. So, etwas Rückzug. Du schießt den mal da weg. Der nervt nämlich nur. Stop Pirate Tracker. Also ich kann sie leider nicht anwählen. Ich sehe hier leider auch außer dem Trupp sehe ich keinen.
So. Da ist einer durchgebrochen, wieder rausgekommen. Das übernimmst du mal. Weil da drüben ist auch noch ein Trupp. Oh, das sieht jetzt nicht so gut aus. Du gib denen mal Breitseite. Und kümmere dich um die. Du hilf mal hier. Oh. So. Das waren die beiden Teams. So, da ist das letzte Team. Sehr gut. Und ab mit dir. So. Alles mal aus dem Weg jagen. Und fertig sind sie. Gut, das hat jetzt dann doch mal geklappt. Endlich. Das heißt, ich kann mich jetzt in Ruhe hier erstmal hochheilen. Und mich dann eigentlich mal ganz kurz dezent mit Shadow umschauen. Nach dem Quicksave natürlich. Da ist ein Speicherkristall. Da hinten ist auf jeden Fall ein kleiner Energiekristall. Wenn ich da weiter wollen würde, bräuchte ich alle Zwerge. Da ist auf jeden Fall ein Energiekristall noch. Da unten ist auch noch einer. Das ist allerdings nur ein kleiner. Und hier ist auch noch einer. So, ist jetzt die großartige Frage. Zwergensteine sehe ich nirgends. Kann ich von hier aus irgendwo hin chargen? Ja, ich kann da oben einfach zum Rest des Teams chargen. So. Wollen wir mal kurz nach den Runensteinen gucken. Du hättest noch einen. Könnte ich Irritating Gas erstmal auf das sparen. Dir repariere ich mal kurz das hier. Du sparst dir auf Powerful Acceleration. Und du hast eh keinen mehr, weil du brauchst eh nur noch zwei. Achso, ja. Und nächstes Level. The Main Camp.
Nur, also das Hauptcamp, nur Lagerfeuer können aus der Entfernung gesehen werden. Aber es ist offensichtlich, dass das Camp sehr groß ist. Unser Plan ist es, das Camp zu infiltrieren, die Karawanenmitglieder zu befreien, die Piraten auszuschalten oder loszuwerden, die Maultiere rauszuführen und die Maultiere rauszuführen. Wir müssen leise vorgehen oder die Gegner werden uns überrennen und zerschmettern. Ja, mit Hasch. Mit Black Screen, Power Shot. We need to move through enemy possessions quietly. If pirates spot us, we'll never make it to the camp. Das heißt, das ist mal wieder Arbeit für Shadow. Sich hier leise vorwärts zu bewegen. Hier sieht man zum Beispiel, steckt wieder ein Schamane, was ein bisschen problematisch werden könnte. Ich kann jetzt mal versuchen, was passiert, wenn ich den da mitnehme. Na, ich habe ihn nicht erwischt, schade. Du siehst leider den. Okay, das fällt nicht auf, wenn ich die langsam ausschalte. Ich könnte zum Beispiel auch einen Shadow Screen dahin werfen, den ausschalten und es fällt niemandem auf. Okay, Shadow funktioniert gut. Sollte er eigentlich auch. Ich kann jetzt hierhin chargen. Und laden, weil das nicht geklappt hat. Gut. Ich sollte nicht in die Rauchwolke chargen, wenn das einer sieht. Wer überwacht den Schamanen? Das ist jetzt die gute Frage. Du überwachst nämlich den da, der Schamane, der schläft. Du überwachst den da. Ich müsste erst die Patrouillierenden loswerden. Wow. Nein, 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 nicht aus der Deckung rausgehen. So, schnell Pause machen und zurückchargen. Ich müsste den loswerden. Okay, das hat er gesehen. Der Schamane hat's gehört. So, ich kann den Schaman ausschalten. Nein, das war auch nicht gut. Jetzt haben mich nämlich alle anderen gesehen. Ich muss zuerst den Patrouillierenden loswerden. Anders geht das nicht. Dann muss ich den Schaman loswerden, dass der nicht alle alarmiert.
Und da muss ich die nacheinander loswerden. Das wird dann die schönere Arbeit. Weil die sich gegenseitig halt auch überwachen. Das war zu weit weg. Ich glaube, wenn man zu weit weg steht, haben die Pfeile nämlich nicht genug Wumms, dass man sie wegballern könnte. Oder ich habe mal wieder zu früh gedrückt. So, der ist ausgeschaltet. Schamane ist auch ausgeschalten. So, jetzt müssen die nacheinander weg. Zuerst musst du weg, aber dazu stehe ich ungünstig. Jetzt stehe ich günstiger. Okay, du bist weg. Das heißt, ich kann jetzt. Warum kann ich da nicht hinchargen? Brauche ich da erst wieder ein Smokescreen für? So, du überwachst das, du überwachst den. Das ist nicht so schön. Hier hoch. So, dann kann der weg. Der hat nämlich den überwacht. Dann kann der weg. Dann kann als nächstes der da weg. Mal sehen, ob ich ihn treffe. Ja, ich habe ihn getroffen. So, dann musst du weg. Und als letztes du da. Und weg sind sie alle. So, dann noch die Energie einsacken. Und wir sind hier eigentlich durch. Ah, ich sollte mal die Jungs wieder umstellen auf Standard. Also ja, wir können uns jetzt wieder hier frei durchbewegen. Ich habe dich gesehen da unten. Smokescreen darüber. Darunter und eingesackt. So. Wieder hier hoch. Das mit dem Smokescreen hätte ich mir auch sparen können. Aber wir haben so eigentlich den ganzen Weg hier durch freigekriegt. So, mal sehen, ob wir auch alle Steinchen jetzt gesammelt haben. I'll find some high place and scout the camp from above. Okay. And in the meantime, we'll look for another way to reach the camp. Gut, das heißt, die Gruppe trennt sich mal wieder. Wir haben jetzt also mal wieder nur Shadow. Haben wir auch Fähigkeiten für den Shadow, die wir noch freischalten können gerade? Ja, wir hätten zwei für das Irritating Gas jetzt.
Jawohl, jetzt fehlen nur noch 3 für den Shadow. Und weil wir es können. Defibrillator, Speeds up Mercenary 8. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und das heilt den Zwerg. Na komm. Safen wir mal die Sachen. Da ist noch mal eine riesige Energie. So, da müssen wir hier hochcharge. Und in den Käfig. I feel the presence of two shamans nearby. Need to kill them before scouting further. Mhm. Einen haben wir schon mal ausgeschalten da unten. Habe ich gerade Quicksave gemacht? Nein, habe ich gemacht. Gut, aber erst einmal mal wieder. Abschluss, Logbucheintrag 34, Captain Kirkpeart. Unserem Außenteam ist es gelungen, die Aufspürungsteams der Piraten auszuschalten. Und sie sind jetzt dabei, das Piratenlager zu infiltrieren. So wie es aussieht, liegen noch mehr Schamanen auf dem Weg. Der Shadow hat es bereits geschafft, einen Schamanen im Außenbereich des Camps auszuschalten. Wohl ein Wachposten. Laut der letzten Übertragung, bevor die Verbindung unterbrochen hat, gibt es noch 2 weitere Schamanen. Wir gehen davon aus, dass er die Verbindung wieder herstellt, sobald sie auch ausgeschalten sind. Die anderen beiden Mitglieder des Außenteams können erst vorrücken, wenn diese Schamanenbedrohung beseitigt ist. Kirkpeart, Ende.